Ah, das ist ein Feuerturm. Nice zu wissen. Ignoriere ich mal gekonnt. Ich laufe hier mal durch. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, weil wegen Leveling und so. Aber eigentlich sollte ich das abkönnen. Ich bin 18, das müsste eigentlich reichen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass das der Ausgang also zum Tempel der Klauenvipern hier gleich am Ende ist. Und im Tempel kann ich immer noch... Epische Kreatur, meine! Dafür, dass du dich teleportieren konntest, warst du ziemlich leicht zu erwischen. Und so. Nö. Plünderer. Ach, die Viecher. Die waren ja... Die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Also es ist noch keine neue Klasse. Und die nerven einfach nur. Die werfen mit Giftgas, das assigen Giftschaden zieht auf einmal. Das kommt, weil ich meine alten Anti-Giftschuhe nicht mehr anhab. Ja, super. Genau den richtigen Weg, der einfach mal nicht richtig war. Hm. Sonst hatte ich immer Glück, dass das genau am gegenüberliegenden Ende war. Pop. Wow. Schaden. Aua. Okay, jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen vor Giftschaden in Acht nehmen. Ich hoffe mal hier. Sieht noch ganz gut aus alles. Leichter Gürtel. Dumm. Don't need. Aha, Säbel. Pfui. Dubidu, du, dubidu. Oh, ja. Richtig sexy, die Viecher. Die machen so richtig Spaß. Können die sich nicht mal selbst vergiften mit ihrem... Ich kann nicht... Achso, das ist ein Vollhelm. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Helm für mich. Ich habe schon ewig keine Druidensachen mehr gefunden. Doof. Nicht schön. Emilio kriegt... Oh, Emilio kriegt auch mal Schaden. Nett. Wolfi, bitte wieder... Nein. Nein. Ich glaube, ich hole mir mehr von den Wölfen. Die machen, dass ich assigen extra Damage ziehe. Gefallen mir. Gefallen mir gut. Nein, nicht die richtige Richtung. Ah, jetzt ist die Entscheidung. Runter oder hoch? Ich glaube, ich gehe erst runter. Das ist dichter ran. Ich bin immer noch unentschlossen, unwillig. Ah, scheiße. Könntet ihr mal... Danke, kleiner Zauber. Will ich haben. Oh, ich glaube, runter war die richtige Entscheidung, oder? Tal der Schlangen. Oh, Baby. Tempel der Klauenvipern gefunden. Ich finde, das geht relativ schnell. Ich habe zwar gerade... Tempel der Klauenvipern gefunden. Oh nein, Schlangen. Ich hasse... Ich hasse Schlangen auch, aber... Ich kann nicht mehr... Ah, kaum beschwere ich mich einmal, dass zu wenig Zeug... Oh, lalalala. La 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 la. Da ist ein Wolfskopf. Da ist ein Wolfskopf. Bleibt ein Weilchen. La 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 la. Das ist der Wolfskopf-Song. Mm. Nein. Nein. Oh, wow. 8,28. Max-Schaden, Angriffswert, Kälteschaden, Kältewiderstand, Anforderung minus 20. Schnuckelig. Aber nein. Was macht der? 1 bis 2 Feuerschaden. Uff, jeder Schaden wird mitgenommen, also. Ich habe noch eine Identifikations... das wollte ich so nicht. Ich wollte den dahin packen. Ich weiß, ich habe ein paar weniger Zauber als der Numeraxum, aber ich glaube nicht, dass das von Nachteil ist. So, 2 schnellere Erholung, 18 verbesserte Verteidigung, Widerstand. Keine Skillung? Verarschen oder was? Ey, komm, da ist das Ding schon mal... Ja, okay, ich beschwere mich. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich wirklich nicht. Poppt euch! Ihr nervt. Oh, ich habe euch in den anderen Dungeons schon gehasst. Zum Glück gab es die in der Wurmgruft nicht, ey. Und das Telefon klingelt. Ich mache einmal kurz einen Aufnahmestopp. Bis gleich.
So, da ich wieder bin und so, weil Telefon und telefonieren und so, ne? Meine liebe Cousine war am Telefon und hat mir ein Ohr abgekaut und, Moment, Unterarmklinge, irgendwas, Gold, so. Hat mir ein Ohr abgekaut, weil sie gerade in der Schule das Buch Kabale und Liebe von Schiller lesen und sie einfach mal nichts davon verstanden hat und ich ihr ein paar Sätze übersetzen musste. Weil wegen 1800 irgendwas geschrieben, da ist das Deutsch noch etwas anders gewesen zu der Zeit. Und ich weiß auch nicht wieso, aber ich verstehe sowas teilweise. Ein bisschen jedenfalls. Oh, oh, epische Kreatur. Wut, extra. Oh, lalalalala. Alter, Alter, da zieht Schaden. Erstmal alles andere kaputt machen. Boah, komm mal klar. Warte. Hat mein Heini gerade diese epische Kreatur... Ich habe gar nichts mehr zu tun, nee, überhaupt nicht. Kabale und Liebe, ne, und so möge sich, ne, hier, was auch immer. Wow. Meine Ranke ist tot. Hatte ich auch schon ewig nicht mehr, dass die Ranke gestorben ist. Autsch, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, wups. Alter, mein Heini zieht auch ordentlichen Schaden. Was zieht der denn für einen Schaden? Hm, doch. Ganz gut. Nicht so viel wie ich, aber doch, sehr gut sogar. Na, okay, der kriegt ja auch diese ganzen Power-Auren. Die von meinem Wolf und von meinem Weisen da. Power-Aura! So, von hier komme ich irgendwo. Autsch. Da will ich dann erst gar nicht lang. Ich hoffe, ich kann diesen Tempel einigermaßen schnell abschießen. Du zuerst. Oh, lalalala, zu viel. Viel zu viel auf einmal. Ich brauche wieder... Alter. Wow. Ich habe Schaden wirklich. Ich bekomme Schaden. Das ist nicht gut. Ich brauche eine Einhandwaffe und ein Schild. Also wenn sehr viele Gegner auf einmal auf mich drauf kloppen, dann bekomme ich durchaus Schaden. Andererseits wäre Numraxum gerade tierisch abgereckt, da er kein Bär ist. Er ist nicht Bärbell. Ich sammle erstmal gemütlicher Zeug hier ein. Während sich meine Bimbos da hinten um die Viecher kümmern. Stadtportal und so. Kleine Dolchmesser. Oh, Salamander. Clown-Wiepern, ne? Ah, ein Dorn. Oh, ich bin ein blauer Dornenschild. Ja, warum auch immer ich gerade nur Mana-Tränke habe und sonst nichts. Ah, da. Regenerationstrank. Den würde ich jetzt sogar benutzen wollen. Wolfkopf. Weil, das ist ein weißer Wolfkopf. Wehe, der ist gleich besser als der gelbe. Dann gibt das echt Schappert. Da, zwei zu Geisterwolf rufen. Das wäre sogar ein bisschen besser als der da, weil Geisterwolf und so. Nee, sehe ich nicht ein. Inacceptable. Warte, da ist noch genug Platz für irgendwas Kleines. Vielleicht für so ein lustiges Zweihandschwert oder so. Mhm. Poppt euch. Ihr zieht den meisten Schaden. Oh, aber ihr seid auch nicht ohne. Und ihr schmeißt mich zurück, was mich nervt. Ich glaube, ich brauche wirklich die Feuerklaue. Alter. Ah, sehe ich. Bla, bla. Bla, Mr. Freeman. Fetzt euch weg! Ihr zieht Schaden. Ich bin überladen. Bist du nicht. So, einmal kurz zurück. Ballast abwerfen und Zeugs und definitiv neue Heiltränke kaufen. Ja. Danke. Was willst du, Schnuggelchen, von mir? Schnellere Abblockrate und verbesserte Abblockrate und erhöhte Chance zu blocken und... Wow. I do like this shield. Behalte ich erstmal.
Vielleicht finde ich ja noch irgendwann eine epische Einhandwaffe. Dann habe ich wenigstens schon mal ein Schild, der halbwegs gut ist. Brookwini. Brauchen wir nicht. Kann ich trinken. Boah, den lagere ich mal vorsichtshalber. Nicht, als ich es brauchen würde, aber... Schaden kann es nicht. Schlüssel behalte ich. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, doch etwas erhöht. Also mal ein bisschen Geld einlagern. Und ich hätte gerne noch einen so ein grünes Dingens. Also wenn ich noch eine von der arktischen Bindung... Ist doch arktisch, oder? Ja, arktisches Zeugs finde. Dann wäre ich durchaus super duper happy. Das muss ich noch einmal in Big the Cat Style sagen. I'm super duper happy now. Super duper happy. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass dieser Weg nicht richtig ist, aber trotzdem interessant. Deswegen wähle ich ihn. Toll, Gegengift Elixier. Pop durch weg. Ihr macht nur Stress, ihr Dinger. Wenigstens macht meine Aasranke und mein Wolf, dass ihr nicht so viel von dem Zeug wiederbeleben könnt, ey. Ich wusste, dass der Weg falsch ist. Irgendwie wusste ich es, aber ich hätte doch gerne mal was gefunden. Wie viel MF habe ich denn inzwischen? Ich habe doch inzwischen saumäßig viel MF. Also Magic Find, ne? Magiefindung für deutsche Leute, so. Garantiert, ihr müsst jetzt mal auf die Karte achten. Ist hier oben wieder der Weg, wo ich lang muss? Habe ich irgendwie im Gefühl. Ich freue mich schon auf den Palastkeller. Nicht. Oh, da ist so ein Viech, das dumm ist und nervt. Pop durch. I do like my minions. They hit hard. Doch. Ist das? Ja, Mana schreien. Brauche ich keinen Mana Schrei. Oh. Wieder ein bisschen Schaden. Ahem. Pop durch. Das war ein langer Bogen. Den will ich wieder loswerden. Weg. Oh, das war doch der richtige Weg. Das war sogar der richtige Weg. Erstmal alles kaputt machen, was hier geht. Wow, dem Giftschaden gekonnt aus dem Weg gehen. Einmal außen rumlatschen. Oh, Fehler. Großer Fehler. Dann kümmere ich mich doch erst um das Zeug hier. Beschwöre so, by the way, mal einen neuen Wolf. Oh. Die Viecher da müssen weg. Die machen gerade den ganzen Stress. Poppt euch. Ja, wo sind jetzt hier die Clownliebern, die gefährlichen? Er sagt nicht schon wieder, ich habe den ganzen Spaß verpasst und... ja... Toll, Emilio. Du nimmst mir die ganze Arbeit ab. Ich kann nicht noch. Also mache ich inzwischen auch einigermaßen guten Flächenschaden mit meinen Heinis. Zepter. Nein. Zepter ist pfui. Zepter braucht kein Schwein. Nochmal gucken. Irgendwas Lustiges. Eisenhut. Wurfaxt. Gürtel. Zepter, stirb, Alter! Baby! Questlogbuch. Ah, ich bekomme von dem jetzt garantiert eine Belohnung. Horadrim-Würfel, den Stab wiederherstellen. Ah, ja. Die Sonne wärmt die Welt erneut. Ah, wunderschön. Einfach nur herrlich. Ich bin vollkommen überrascht. Ich will das Zepter doch mitnehmen. Wenn ich es schon bekomme, dann verkaufe ich es auch. Was willst du? Ihr habt gut daran getan, unserer Welt das Licht wiederzugeben. Ja, sehe ich auch so. Das Vieh bleibt ein Weilchen und hört zu. Das Viehbahn-Amulett. Seid gesegnet. Ne?